In diesem Video zeige ich ein Beispiel dafür, wo es Sinn macht, die Klasse mit Argumenten aufzurufen. Das bedeutet, dass ich auf Zeile 21, wenn ich sage New Random Walker, dass ich dort in die Klammern Werte schreibe, zum Beispiel 100, 200, und dann übergebe ich dieser Konstruktorfunktion auf Zeile 2 zwei Werte. Und die kann ich dann brauchen, wie wenn ich Variablen hätte im Funktionskörper. Diese Variablen, die brauchen Namen. Die kann ich hier hinschreiben. Ich kann sagen A und B. Ich schreibe extra nicht X und Y, auch wenn es möglich wäre, damit es keine Verwechslung gibt mit this X und this Y. Und dieses A und B, die enthalten dann 100 und 200. Und ich kann die verwenden, um zum Beispiel dem X und dem Y jeder Instanz die Werte 100 und 200 zu übergeben oder zuzuweisen. Das führt dazu, dass zuerst alle diese Kreise auf dem Punkt 100, 200 positioniert werden und erst durch wiederholtes Aufrufen der Update-Position-Methode verändern sich diese Werte langsam. Das macht noch nicht besonders viel Sinn. Ein deutlicheres Beispiel kann ich zeigen, wenn ich sage, dass ich im Loop auf Zeile 20 nicht von 0 bis 100 gehe, sondern von 0 bis Tau. Tau ist das Synonym für 2π. Und dann würde ich i nicht jeweils um 1 erhöhen, sondern zum Beispiel um Tau geteilt durch 100. Und das gibt mir Positionen auf einem Kreis, 100 verschiedene Positionen auf einem Kreis. Und nach jeder Iteration verändert sich die Iterationsvariable um ein Hundertstel von 2π. Und mit dieser Iterationsvariable kann ich dann Positionen errechnen, zum Beispiel indem ich sage let new x gleich Cosinus von i und das multipliziere ich mit 180, wie wenn es der Radius wäre. Und hier sage ich let new y gleich Sinus von i und auch das multipliziere ich mit 180. Und dann sage ich hier nicht 100 und 200, sondern ich sage new x und new y. Und das gibt mir Positionsdaten, die sich auf einem Kreis anordnen. Ich sehe hier nur einen Viertelkreis, darum muss ich in der Draw-Funktion den Mittelpunkt verschieben ins Zentrum, indem ich sage Translate die Hälfte von Width und die Hälfte von Height. Und dann kriege ich einen Kreis voller Kreise. Und erst mit der Zeit zerfällt diese Struktur, wenn die einzelnen Objekte die Positionsdaten verändern. Also das ist ein Beispiel dafür, wenn es nicht anders geht, als einem Klassenaufruf Argumente zu geben, die dann an die Eigenschaften der einzelnen Instanzen zugewiesen werden.